Erik Sindermanns Beziehung ist schon wieder vorbei. Vor wenigen Wochen stellt der Reality-TV-Star seine neue Freundin vor. Für Josephine Lehmann lässt er sich sogar ein Liebestattoo stechen. Jedoch ziehen vor kurzem dunkle Wolken im Paradies auf. Bei dem jungen Paar kriselt es. Doch dann kommt die Katastrophe. Josie soll dem Influencer untreu sein. Es folgt ein finales Krisengespräch. Danach sind die zwei getrennt. Dabei will Erik seiner Freundin den Fehltritt sogar verzeihen, aber sie möchte nicht. Zu mir passt er einfach nicht. Ich brauche einfach einen richtigen Mann, der auch mal auf den Tisch hauen kann und mir Kontra gibt. Erik ist da einfach zu lieb und zu weich. Außerdem fühlt die Brünette sich von seiner Liebe überrumpelt. Für diese beiden gibt es wohl kein Happy End mehr. Aber irgendwann findet Erik sicherlich noch seine Traumfrau.